Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar wieder Anime-Duelle. Und heute treffen zwei Böse aufeinander. Um genau zu sein, eine böse Gruppe und ein böser Charakter. Um genau zu sein, Big Five gegen Bakura. Ja, Leute, das ist, würde ich mal sagen, ein Duell der Extraklasse. Ich werde heute den Big Five spielen und CK Phoenix wird dabei Bakura spielen. Bedeutet also wieder, ich spiele gegen CK Phoenix und das Ganze wie immer in einem Best of 3. Bedeutet also, falls ihr wissen wollt, wer das Match gewonnen hat, müsst ihr mal rübergehen zum guten CK. Aber wir gehen jetzt rüber zum Deck. Dann gucken wir uns mal das gute Stück an. Ja, hier ist das Deck und das Deck ist ein bisschen tricky. Wir haben zwar sehr viele Karten zur Verfügung, aber leider auch nicht nur gute Karten. Von daher muss man das Ganze ein bisschen abwägen. Zunächst einmal natürlich immer Vanillas, die besten Monster, ne? 2000, ja, 1,4 ist jetzt nicht so das Beste, aber 1,8 Angriff, 1,6, 1,8 Defense, 1,5 Angriff, dann 2,2 mit 1 Tribut. Nice. Und dann kommen wir zu den Effektmonstern und da haben wir quasi fast alle genommen einfach. Magier, Glaubens, Unglückliche Jungfrau, kann natürlich theoretisch ganz gut kommen. Draw Power ist auch nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber ich denke mal, nehmen wir mit. Dann haben wir Traumkobold, ist so lala. Also man kann sie rufen, wenn man ein starkes Monster hat, dann ist sie gut. Wenn man natürlich unter Pressure ist, ist sie nicht so gut. Draw One nehmen wir nicht. Lily, beste Karte überhaupt. Draw Face Skippen, klingt nicht so gut, ist aber gar nicht so schlecht. Illusion, krasse Karte natürlich. Dann Princess, auch 1,5, gar nicht so schlecht. Effekt kann mal relevant werden. Dann haben wir 11, ist ein Beatstick, aber auch Lebenspunkte kriegen. Pinguin-Soldat, nicht Pinguin-Soldat, sondern Albtraum-Pinguin müssen wir spielen, weil ist ja Big Five, ist auch Big Five, ist ein Schmutzmonster, brauchen wir nicht. Satellitenkanone kann halt auf langer Zeit sehr gut sein. Dann die guten Tributmonster, Maschinenkönig, Chinzo und perfekter Maschinenkönig 2, beziehungsweise perfekter Maschinenkönig, hat halt 2 Tributen. Ist okay, ne? Mit Monster-Wiedergeburt halt, falls man die irgendwie discardet oder ähnliches. Und 2 Tribute kann man ja mal theoretisch schaffen. Dann Zauberkarten, brauche ich nicht lange drüber reden, ne? Powerspell, Powerspell, Powerspell. Dann, eigentlich würden wir Kalte Welle hier haben, denn diese Karte wurde gespielt, aber diese Karte ist nicht erzeugbar und das ist natürlich komplett ärgerlich. Dementsprechend haben wir uns entschieden, Kalte Welle raus und Riesentornade dafür rein. Ist zwar natürlich mit Riesentornade kann man zum Beispiel gerade mit eben zum Beispiel Vortex Begräbnis oder so Kombo machen, aber Kalte Welle, ja, ist okay, denke ich mal. Dann haben wir hier Dimensionsloch, hilft uns leichter Tributbeschwörung durchzuführen. Karten der Heiligen, Notkarte, falls wir nichts haben, machen. Goldsocker war gute Karte, Vortex Begräbnis gute Karte, MST. Dann, ja, Selbes Segen ist eine Karte, die eben nicht verkehrt sein kann für Lebenspunkte. Dann Superkarte, Lebenspunkte. Sehr speziell, aber wir haben nicht so viele Alternativen. Floodgate und Lebenspunkte für Lily. Fivehead können wir nicht rufen. Und eigentlich eine Karte, die man spielen könnte, ist Qual der Wahl. Aber auch hier nicht craftbar. Bedeutet also hier, die Karte ist hier ebenfalls nicht drin. Und ja, das ist das ganze Deck. Ja, theoretisch könnte man noch im Spiegel des Drachen spielen. Aber wir haben nicht genug Drachen. Dementsprechend, ja, lohnt sich das nicht. Fivehead können wir nicht rufen. Ja, ist die Deckliste. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Duell. Okay. Hallöchen, mein Lieber. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, das ist ein Duell, wo ich ein bisschen Angst habe. Ich meine, wir sind beide sehr von uns überzeugt, würde ich sagen. Ne? Definitiv. Von daher passt das natürlich. Oh, die Hand ist auch sehr schön. Oh, die Hand ist gut. Ich habe die heilige Hand. Was? Nichts, egal. Die heilige Hand? Sogar in der richtigen Reihenfolge. Nein, du hast nicht final komplett gezogen. Nein, das habe ich nicht, aber... Das wäre so krank, final in der richtigen Reihenfolge. Ich meine, bevor der Brick einfach... Aber... So, fangen wir erstmal hier an, ganz entspannt, ne? Ja. Und dann nehmen wir natürlich einer unserer Power-Karten. Und ich weiß ja, Bakura ist nicht zu unterschätzen. Boah, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Das ist gar nicht so einfach. Das ist also. Boah. Das ist wirklich nicht so einfach. Warte, was ist meine Hand? Das. Boah. For real, das ist halt nicht einfach. Also man denkt sich jetzt so, ja, ist doch ganz einfach. Nimm doch einfach hier Beste. Fertig. Ich nehme einfach mal Angebot an die Verdammten. Ey. Dann mache ich Topf der Gier. Wäre nicht besser Topf erst und dann entscheiden, was man nimmt? Geht. Ich wollte die halt nicht ziehen, weil ich die halt so early nicht brauche. Ja, gut, das macht Sinn. Und dann machen wir das. Ja, und dann ist sogar einfach Pass, ganz einfach.
Okay. Entspannte Nummer, sag ich mal immer. Okay, ich beginne das Duell sowie Bakura gegen Atem in Battle City. Ich beschwöre Geheimnis des Porträts im Angriffsmodus. Ach, du hast eine komplette Anime-Hand gezogen? Ja. Und dann greife ich an. Ja, ist okay, Effekt. Ich ziehe 3 Karten und alle werden... Na! Ja, Schicksalstafel ist futsch. Ja, lol. Was war das andere, was du gezogen hattest? Austausch. Achso. Ja, aber das Gute ist, meine beste Zauberkarte hatte ich schon auf der Hand, nämlich Finstere Zuflucht. Oh, das ist mächtig. Ja, aber du hast eh schwerer Sturm oder so. So, erstmal ist dein Monster ein Problem. Also sag mal einfach so, wie es ist, ne? Ich meine, wir hätten da im nächsten Zug eine Möglichkeit zu, aber es ist schon eine Verschwendung dafür eigentlich, ne? Okay, dann ziehen wir mal. Und als nächstes beschwöre ich den gierigen Geist entflohener Träume im Angriffsmodus. Es ist halt echt so ein Anime-Ding, Alter. Ja. Ja, komm. Nix geht über die mystische Elfe, mein Lieber. Ja, also gerade geht da halt wirklich faktisch nichts drüber. So. Und ich muss dir zugeben, ne? Du hast natürlich recht, deine Zuflucht ist sehr stark, aber seien wir mal ehrlich, kein Mensch will die haben. Mhm. Also ich auch nicht. Ja. So, damit ist das Problem auch gelöst. Und jetzt können wir auch mit einem Elfen ins Game gehen. So, Beatstick! Hysterischer Elf. So, dann gehen wir mal drauf hier. Vor allen Dingen hat er einfach 1-8 Defense, da komme ich nicht mehr drüber sonst. Ja. Ich aktiviere meinen dunklen Geist der Stille. Hey, was sagt die? Damit wird deine mystische Elfe in den Angriffsmodus geswitcht und sie muss jetzt angreifen. What? Aktiviere Karte, wenn ein Monster das Gegner angreift. Annulliere den Angriff, wähle ein anderes Monster. Greif stattdessen an. So kann man die auch loswerden. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich hätte das wahrscheinlich sogar dodgen können, aber er hätte da alles gebracht in der Elfenangriffsmodus. Okay. Ja, und jetzt? Ja, also eigentlich, ist das jetzt nicht so smart, aber für den Anime-Move. Ich beschwöre kopfloser Ritter im Angriffsmodus. Und dann wende ich meinen Zug. Hä, du drehst nicht mal dein Ding in Death? Nein, sie müssen im Angriffsmodus zerstört werden, das gehört dazu. Okay, ey, Leute, es tut mir leid, was Can gerade durchlebt. Der hat irgendwie irgendein Anime-Virus oder so. Die müssen im Angriff... Was ist denn jetzt los hier? Ja, also es ist halt wirklich so. Er fühlt es einfach, dass es die Anime-Hand ist. Ja. Ja, dann bestrafe ich dich jetzt dafür auch. Das tut mir jetzt leid. Also dann muss ich jetzt auch durchziehen. Ja, okay. Gehen wir für 2. Machen wir so. Machen wir so. Ja, ich habe viele Karten verdeckt. So. Und jetzt wäre ein schwerer Sturm ganz gut. Ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, das macht ja null Sinn. Okay. Ich spiele ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt. Also das hat Bakura bestimmt nicht gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Deshalb Anime-Moment ist vorbei hier. Süß. Bitteschön. Ich finde es aber schön, wie du es fühlst. Also, danke. Das hat was so. Aber ich habe da auch keine Erbarmen mehr, denn jetzt kommt erstmal der Ritter, und zwar der
Roboterritter! Natürlich. Und jetzt machen wir die Schicht im Schacht, würde ich sagen. Wie beide auch einfach clean 100 Punkte mehr haben. Ja, ist richtig geil, oder? Richtig clean. Aber keine Ahnung, ich hätte dein Bett auch anders erstellen können. Alles gut. Mach mal hier, du. Ich bin in einer guten Position. Ich fühle mich gerade sehr gut da, wo ich bin. Aber es ist schon Anime-Moment, ne? Also irgendwie machen wir beide nicht so richtig was, aber irgendwie schon. Nicht wirklich, aber ich bin dabei, meinen Plan vorzubereiten, okay? Alles gut. Okay, was spielst du denn bitte schon? Also ich meine, ich sage, aber gleich geht es Richtung direkte Angriffe. Also so Plan und so, weiß ich nicht, ob der so gut ist. Ich habe gesagt, ich habe einen Plan. Ich habe nie gesagt, das ist ein guter Plan. Ah gut, fair. Wahrscheinlich ist der erste mehr Defense. Meinst du? Oh nein! Meine Wiedergeburt! Ja? Das sieht doch gut aus. Naja, eigentlich sieht das gar nicht mal so gut aus. So, das greift auch an. Ach komm, was ist denn das hier? Bye-bye, Elf. Egal. Gut, hatte ich eben kein Monster. Weil, ich würde sagen, wir gehen weiter rein mit Beatsticks, oder? Und mit noch mehr Karten, die verdeckt sind. Alter! Einfach 5 verdeckte Karten, was hast du denn da alles? Tja, komplett voll. Was hast du denn da? Tja. Du wirst es noch früher noch erleben. Was du jetzt erleben wirst, ist die Auferstehung eines Monsters. Ich aktiviere nämlich Monster-Reanimation. Ja, und? Jetzt nimmst du mal Richter? Ja. Oh Gott, das ist halt eigentlich nicht mal gut. Da kommt der Kollege. Guten Tag, der Vollstrecker hier. Ja, okay. Ach krass, das ist eine Seeschlange an. Da du anscheinend nichts an Monstern besitzt, verzichte ich auf meine Drawface. Fair enough. Dann gehe ich in die Main Phase 2. Und aktiviere meine dunkle Tür. Oh. Ah. Spiele ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt. Und dann dürfen sie. Also for real, ja? Mhm. Das ist schon sehr assi, was sie da machen. Haha! Mir ist aber gerade was aufgefallen. Und zwar? Du gehst vor mir, Decker. So weit denke ich schon. So weit denke ich schon, mein Lieber. Die dunkle Tür ist nämlich ein Problem an dieser Stelle. Mehrfache Zerstörung. Jo, falls beide drei oder mehr Karten in der Hand haben, jeder Spieler legt seine gesamte Hand im Video rein vom oder Stack. Zusätzlich für das Lebenspunkte in Tür. Dann zieht jeder 5 Karten. Oh, das ist stark. Hä? Wähle eine Karte aus, die in Deck ihres Besitzes geklickt werden soll. Ach, nur eine? Ne, alle, ne? Warum musst du denn jede einzeln anklicken? Was ist das denn für Müll? Weil du die unters Deck legen musst. Die Reihenfolge ist relevant. Ja, toll, ich hätte mal das jetzt weiterdenken sollen. Was sind denn die letzten Karten des Duells hier? Oha, das Gute ist, ich kann es mir jetzt einfach direkt wiederholen. Digga, was passiert denn hier? Was ist denn los mit dir? Alter, absolut nervig. Boah, ganz ehrlich. Oh, schwierig. Du wirst jetzt ja 100% ein Monster gezogen haben. Nee, ich mach das nicht. Ich hatte gerade einen Plan, der sehr schlecht war. Machen wir mal. Ja, komm, ich darf eh nur mit einem Monster angreifen, ne? Dementsprechend können wir auch mal ein starkes Monster rufen. Das ist auch vollkommen okay, würde ich sagen. Boom! Perfekter Maschinenkönig. Und dann, weil wir so wenig Karten setzen, setzen wir noch eine Karte. Natürlich.
Ich möchte aber nichts sagen. Das Deckout-Problem hat sich dadurch nicht gelöst. Ich kann aber das Deckout-Problem lösen. Was? Ich aktiviere dunkler Informant. Was? Nenne den Namen einer Monsterkarte. Wenn sich die genannte Karte im Deck deines Gegners erhöht, füge sie diese Karte dann an. Was? Als ob das relevant wird! Du hast Maschinenkönig im Deck. Sag nicht, du hast den schon auf der Hand. Das Deckout-Problem wird bestehen bleiben! Oh, okay. Imperial Order auf dunkler Informant. Wie wir einfach denken, dass es zu Deckout kommt, ne? Es kann halt einfach normal gewonnen werden. Junge, in welcher Dimension findet denn dieses Duell statt? Im Reich der Schatten. Ja, und das hab ich erschaffen, also komm. Ja, nix komm. Ich gehe hier weiter rein, mein Lieber. Nein. Also lebenspunktetechnisch wirst du mir nicht das Wasser reichen können. Es sieht schon sehr danach aus, als würde das hier sehr lang noch gehen. Na, aber du zahlst immer 1,4 für 500, ne? Ja, irgendwann kommen die Spells ja wieder. Ich habe gerade irgendwas gedrückt. Ich hatte so Angst. Da ploppt auf, ich habe außersehen passiv gedrückt. Ich hatte so Angst, dass da was passiert. So, was kommt jetzt, ne? Ah, suchen! Ah, es kommt dem Deckout-Problem hier noch näher! Nee, es gibt nichts, was ich suchen kann. Was ist dieses Duell? Willst du mich verarschen, ey? Ja, komm nochmal so. Oh Mann. Oh Mann. Ey, hier ist dunkle Tür, ist echt ein Problem. Aber ich hab theoretisch Outs noch im Deck. Ich kann das Duell sogar vor Deckout wahrscheinlich gewinnen. Dunkle Tür ist doch annulliert. Ach stimmt. Oh nein, ich habe einfach nicht angegriffen. Nein, bin ich dumm. Nein, bin ich dumm. Das. Oh, war das dumm? War das dumm? Also meine Hände werden immer besser und deine so? Sei leise da drüben. Also ich finde, effektiv verlierst du Karten. Junge, ey, wenn du diese Kack-Order nicht hättest, ne? Das Leben wäre so viel leichter. Ja. Ich hab schon einen direkten Angriff gerade nicht gemacht. Ja, du hattest 1,5 einfach mehr Schaden schon. Weil ich einfach lost bin, so. Also sei mal ruhig da drüben, ja? Hä, was ist denn das für ein Argument? Hä? Du hast eine brokene Karte? Ja, man, natürlich ist das kein Argument. Ist mir schon bewusst. Hä? So, und außerdem beenden wir das Duell jetzt. Beenden? Natürlich. Ich beschwöre Infektionsfidelity. Ja gut, dann ist halt wirklich vorbei. Oh Mann. Hättest du nicht erst mit ihr angreifen können, dann hätte ich das sogar annulliert. Ja, das weiß ich. Deswegen wollte ich das nicht machen. Oh, ich hasse Imperial Order. Unfair. Leute, alte Tradition. Nach dem Duell muss gespinnt werden. Let's go! Und? Oh. Oh, ganz knapp vorbei. Und es ist soweit, Leute. Ich darf nicht nur den zweiten Main-Character spielen, sondern ich darf den Charakter spielen. Yugi Muto. Oh, let's go. Ja, Leute, es ist endlich soweit. Wir dürfen endlich Yugi spielen. Ja, hat lange gedauert, obwohl es Yugi und Artem gibt, haben wir es nicht geschafft, ihn zu ziehen immer. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, Yugi zu spielen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ihn endlich wieder auspacken zu dürfen. Und Leute, vielleicht spiele ich eine interessante Liste. Also bleibt da gespannt. Was ihr aber jetzt machen könnt, ihr könnt zu CK Phoenix rübergehen und eben den Rest des Matches angucken. Und natürlich auch gucken, welchen Charakter er gezogen hat. Also, geht einfach rüber zu ihm. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.